Und auf geht's, wieder mal hier bei NotoStorm 3 Generation Online Fights. Und los geht's! Zwischen dem ersten Hokage und Kakashi, was ja eigentlich ein ziemlich einseitiger Kampf werden dürfte, nicht wahr? Ich erinnere gerne mal an den aktuellen Manga zurück. Aber Hashirama, sprich der Hokage, besitzt hier keinen Zenimodus. Tja, schade drum, wa? Egal, wie das so funktioniert mit seinem Holzjutsu Mukuto. Natürlich habe ich noch den kleinen Kakashi meiner Seite. Oh. Oder einfach schlitz mich auf, genau. Oder viel besser. Wow. Kakashi, was machen wir bloß mit dir? Ich werde meine Runde. Genau. Big Bro Candido heißt unser Gegner für heute. Und? Naja, ich sehe leider so nicht. Tobi? Wow. Hä? Ich war doch meilenweit weg, dachte ich. Nun, ich habe mich wohl geirrt. Bam. Dankeschön, Hugo. Voll in die Schnauze, wie er so gerne mag. Ich nehme noch ein paar Shuriken. So. Kakashi, versuch's wieder. Versuch's gegen sein älteres Ebenbild. Naja. Und ich hätte sehr erfolgreich. Wow. Daneben. Ach, mein Schatz kam ja. Ich bin entweder voll aus der Konzentration heraus oder meine Abwehr funktioniert nicht mehr. Das kann gar nicht sein, hey. Die ganze Zeit irgendwie am Abwehren, Auswahlen, aber irgendwie klappt nichts so, wie es sollte. Das ist ja schon a little bit crazy, wa? Ja, es funktioniert wieder und zack und bums und bam, sollen die Verschnauze voll in die Fresse. Toll, kein Chakra mehr. Aber kann ich mehr ausweichen, natürlich auch schön. Ach klar, auf die Entfernung, er hat das dämliche Siegel im... Das Jutsu im Wasser gar nicht gesehen, Mensch. War ein bisschen fies, wenn man so sagen darf. Na, natürlich, er springt wieder weg. So, das werden wir, wenn es fertig ist. Du kannst ja mehr ausweichen. Hehe, Kumpel, garantiert kein zweites Mal, ey. Garantiert kein zweites Mal im Wasser. Das kannst du knicken. Gut, wie sieht's aus? Ich dachte, ich führe dann nicht, weil man den Gegner bereits mit zwei Ultimate Jutsu getroffen hat. Toll, wa? Da denkt man, ja, mein Superman ist super der King, ey. Man führt und hat den Gegner im Griff und dann passiert so eine Scheiße. Wow. So, jetzt aber. Auch nix. Ach, da versuch's halt wieder mal so. Und bam, und jetzt, komm schon. Nein! Ah, oh, so wenig Schacke gehabt fürs Ultimate Jutsu, dabei ist so. So ein schönes Jutsu vor allem. Egal, und ausgekontert. So. Wir führen wieder ungefähr gleichermaßen, war liegen gleichermaßen auf. Vergiss es. Bam. Noch einmal schön geworfen. Ach ja. So, was jetzt? Okay. Daneben. Schade. Ich glaube, ich versucht's. Und hat keinen Erfolg. Jugo. Aber ja schon. Na, was machst du, Kakashi? Was versuchst du gegen uns? Du versuchst scheinbar gar nichts mehr. Er schickt Tobi. Weg da, ich hab kein Chakra mehr, das ist natürlich scheiße, den Gegner kein Team-U zu machen, natürlich auch nicht gerade schön. Wachzustand, wenn eine Variante, aber es geht ja auch so. Wundert mich ein bisschen, aber egal. Nicht beschweren, wenn es funktioniert, sondern einfach nur draufhauen. Autsch. Also das muss blaue Flecke geben, Leute, es geht gar nicht anders. Ja, dann mach das mal. Hashirama Senju. Er ist Hokage, der das Dorf beschützen soll. Natürlich auch die Welt und so. Der wird ja von vielen als Gott der Shinobis verehrt. Oder auch irgendwie als der Gott nach dem Rikudo Senin, eine lebende Legende. Obwohl ja eine tote Legende. Egal. Was kann ich Tag Jugendlicher? Hab ich doch bereits. Da ist er ja. Hä? Was gerade? Seltsam. Nur irgendwie so ein. Nur irgendwie so, was soll ich da sagen? Ah genau, Kakashi war es. Nur irgendwie so, eine Aussage oder so etwas. Keine Ahnung, egal, machen wir weiter im nächsten Fight. Orochimaru gegen Pain, mal gucken, was er da alles drauf hat. Na egal. Hier kommt der Schlangen-Jutsu. Und die Blumenbombe. Schöne Ablenkung, wa? So, Pain. Was machen der jetzt? Hat er gar nichts mehr. Willst du mich austesten, Kumpel? Das könnte übel werden. Na klar, so weit weg. Wie viel war das? Ein Zentimeter? Maximal. Okay, guck mal, wo die Schlange ist.
Dann hat es irgendwie geil, wenn es ein Ultimate Utes und Orochimaru das mit Yamato und Orochi wäre. Das spricht die achtköpfige weiße Schlange. Das wäre geil. Was kann ich mehr? War das bei Storm 2, glaube ich? In irgendeinem Spiel war das. Doch, war glaube ich bei Storm 2, weil ich habe da irgendwie einen Fight im Hinterkopf. Irgendwie was mit Orochimaru gegen Itachi. Ja, muss Storm 2 gewesen sein. Egal. Konzentriere dich auf den Kampf, du. So, also, der Gegner dachte wohl, da könnte man wach zuschauen und es voll auskommen und so. Falsch gedacht. Ihr seht schon, Orochimaru glitscht keine Schlangen und so, gar keine Gliedmaßen, gar keine Knochen an dem Körper. Der macht den Gegner einfach so platt. Das denkst du dir, wa? Und das war's. Das ging schnell, wa? Da stoß doch direkt da mit einem Schluck Kaffee! Ja, irgendwie schon, Orochimaru. Irgendwie schon. Ja. So, Leute, normalerweise macht das nicht, aber momentan irgendwie, also merkst du nicht nur bei mir, sondern bei anderen Let's Playern, aber wenn es so heiß ist und dann so Pollenallergie, also Pollenallergie, ich habe zwar keine Allergie, aber trotzdem Pollen und so, irgendwie ständig mein Hals trocken und so rau, heißer. Naja. Wird schon, wird schon. Nun denn, der dritte Kampf für heute und gleichzeitig auch der letzte Generations-Part für heute. Oh ja, oh ja. So, mit Obito. Den Typ mache ich gar nicht, also so als Kind schon, aber ja. Das ist eigentlich schon Spoilern, vor allem darf jetzt eigentlich schon spoilern, glaube ich ja weniger, war. Wer wissen, wie das eigentlich meine, der soll sich halt aktuell Manga lesen, der weiß, was ich da meine. Gut. So, Obito, mach ein paar coole Kunststücke. Du machst es schon, Obito, du bist der King. Du bist viel besser als dein, naja, als Tobi. So, hab's gesagt. Na, gar kein Spoiler. Bitte was? Hallo? Ja, ich weiß, wir gerade ein bisschen lauter. Sorry, Leute, wir gerade meinen Kontrollen, ich gerade mal so provokativ ins Mikrofon gehalten habe. Was hat das gerade? L2 klappt nicht mehr. Doch, jetzt klappt's wieder. Hä? Verstehe ich nicht. So, aber erstmal mit dem Wurf testen von Obito. Komm schon, ich will den Wurf sehen. Glaube ich, was mein Problem ist bei vielen Naruto-Kämpfen. Ich glaube, bei Dragon Ball-Kämpfen auch. Ich bin eher so einer, der nicht unbedingt zweckmäßig kämpft, sondern vor allem Schönheitskämpfer. Das sehe ich auch, weil viele andere, also jetzt nicht unbedingt so, was heißt viele andere, so viel sind es gar nicht mehr. Beim Anfangsphase war es noch so, dass viele halt jemanden gespammt haben mit Naruto's Rasengan. Weil, ja, er dachte halt zuerst, ja, sieht doch cool aus und so, aber es sieht auch cool aus, aber ist vor allem auch zweckmäßig. Ich jetzt hier, was versuche ich die ganze Zeit, mit Obito natürlich einen Wurf zu machen, wieso? Um Abwechslung reinzubringen, aber wir sind hier im Online-Modus, wir kämpfen gegen andere Online-Mäßig und halt den Move nicht ganz so klar, wie er sollte, weil das Timing nicht stimmt. Wieso soll das denn belasten, nicht einfach, naja, das Ganze wechseln und wieder so kämpfen wie früher, wie es Profis machen. Zweckmäßig. Normal Jutsu, normal Jutsu, normale Angriffskombo, kein Ultimate Jutsu, kein Wurf, wenn er sowieso nichts bringt. Ja. Müsste man halt so abschätzen, war so, jetzt schon abgeblockt, so, komm schon, will trotzdem Wurf gucken. Ja, klappt einfach nicht, das ist doch zum... Jetzt klappt er mal, und der Wurf. Genau das meinte ich, Freunde, genau das meinte ich. Ich habe irgendwie noch das Problem, dass wenn ich unbedingt einen Move einsetzen möchte, dass ich nicht unbedingt auf den richtigen Zeitpunkt warte, sondern einfach mal stur bin und einsetzen möchte und damit mir wertvolle Gelegenheiten entgehen lassen, in denen ich halt mit anderen Jutsu und anderen Kombinationen definitiv mehr Schaden austeilen als einstecken könnte. Das ist so ein kleines, sehr kleines, wohl eher sehr großes, wie fand... Hä? Kann dreimal ausweichen, wie ging das jetzt gerade? Verstehe ich nicht. Jedenfalls ein großes Fauxpas von mir, oder auf gut Deutsch gesagt, ein Schönheitsfehler. In meiner Kampfstrategie, so. Ja, Dedra, du hast gewonnen, schön, meine Zungenhänden, igidigit. Obito, du hast verloren, tut mir leid, du bist ein Schwächling. Nein, ich war der Schwächling. Vor allem, war teilweise ein bisschen crazy, weil man hätte ausweichen müssen, ging aber nicht, egal. So ist das Leben, Leute, so ist das Leben.
Da muss man einfach drüber stehen und sich denken, ein Kampf verloren, nächste gewinne ich vielleicht, vielleicht auch nicht. Hauptsache, es macht Fun. Also gut, Nagato gegen Han. Han? Irgendwoher kenne ich den Namen. Was ist bloß woher? Han. Mr. Han. War das... Ja, das war einer, aber da hatte keinen... Wir haben erstmal geklappt mit dem Abwehren, zweimal nicht mehr. Mr. Han, genau, es war ja wegen... Karate Kid 9, sag ich schon. Verbindung gerade sehr schlecht. Neue Karate Kid Film da mit Jackie Chan und dem Sohn von Will Smith, ich glaubte. Wie ist denn der schon wieder? Will Smith, der. Verdammt, weiß gar nicht mehr. Nein, ich muss mich konzentrieren. Mann, alles ein bisschen mühsam hier. Konzentrieren und gleich mit der Kerl zu quatschen. Egal, ja. Da gibt es so einen neuen Karate Kid Film, wo wir beide mitspielen. Da spielt Jackie Chan ja einen, also im Prinzip einen neuen Mr. Miyagi, wenn man so möchte, von der Karate Kid Reihe. Und der heißt ja Mr. Han. Da dachte ich, keinen Namen noch irgendwo anders her. Han. Ist ein Anime? Nein, doch Anime vielleicht? Einen anderen Anime dachte ich mal. Han. Verstehe ich nicht mehr. Und dann gerade ein bisschen, er wird aus der Rolle, wie es aussieht. Hallo? Nagato, komm doch mal. Ja, Shinra Tensei ist ja schön. Okay, machst du das anders? Menschens Kind. Ja, machst du super. Du sollst bitte kontern. Nicht irgendwie so... Wow, was war das gerade? So viel Lieferanz betreiben. So, komm schon, das bald geschafft. Bald geschafft. Weg da. Ich sag noch extra weg da. Na, das war aber knapp, hey, meine Fresse. Steht mal vor, der Typ hat mich getroffen, mit dem Yombi. Will mal sagen, gute Nacht. Ja, Fünfschwänzige aus Iwagakure. Stimmt's überhaupt? Iwagakure, Fünfschwänzige? Doch, der Fünfschwänzige stimmt's. Der Yombi müsste, glaube ich, auch heißen. Und er stammt aus Iwagakure. Das stimmt soweit auch. Alle Infos korrekt. Das ist doch mal super. Dupi und gewonnen haben wir auch mit Team... Nagato, Schüler, Sensei, keine Ahnung, von früher halt. Ihr kennt das Ganze, ja. So, erster Kampf, Storm 3. Es geht weiter mit dem nächsten Fight. Itachi gegen Kisame, gegen einen Charakter, also sprich einen Gegner, oder Jack Daniels XX, der ziemlich viele Siege verbuchen konnte online-mäßig, als ich vorhin gesehen habe. Sprich, es wird ein harter Fight für uns. Ja, da hat er gerade spielt doch mit uns. Das wollen wir gerade testen. Die Sau. Na, warte. Ich mag ja vielleicht nicht der beste Online-Spieler sein, das gebe ich ja gerne zu. Aber gerade mies oder schlecht bin ich also nicht. Ja, ich will was testen, was auskundschaften, vor allem. Okay, muss ich mir merken. Wurf siegt vor Ultimate Jutsu, ist klar. Merke ich mir. Ach, mein Kind, ey. Das alte Jutsu, das wäre so schön gewesen. So, Doppelgänger, Körperklatscher. Ist da eigentlich noch ein guter Schild? Naja, treffen würde. Wow! Ah, Mann, trifft mich Pain auch noch. Glaube ich nicht. Pain, Tobi, eine neue Maske. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen am Concentration. Ich überlege gerade, ob ich den ein bisschen rauslocke und vor allem seine Tauschleiste minimieren kann, ohne dass ich da meine Auto. Auch zu sehr senken, das muss nicht möglich sein. Ich führe zwar gerade, aber es hält sich nicht lange an. Ach du Scheiße. Oh oh, der hat viel Chakra, kann viermal. Oh Scheiße, jetzt ist knapp. So, sag ich. Nein, ohne Chakra bin ich am Arsch. Ohne Chakra bin ich am Arsch. Was soll ich machen? Ich komme nicht zu ihm hin. Boah, wow, der filetiert mich richtig, die alte Potsau. Oh nee, so ein altes Fischmaul, Mensch. Mann, ich hab ihn doch fast. Es fehlt nicht mehr viel. Es hätte nicht mehr viel gefehlt. Ich war nah dran. Ja, ich habe einen guten Kampf geliefert, vielleicht nicht gerade den besten. Hat schon mal bessere Kämpfe, gebe ich gerne zu. Hat auch schon mal schlechtere Kämpfe. Naja, c'est la vie, nicht wahr? Nächster Fight bitte. Mach wieder mal ein Siegererlebnis, ein Winnerlebnis, Menschenskind, ey.
Letzter Kampf für heute mit ein bisschen DLC-Charakteren, wie es aussieht, wa? So, Sakura wieder mal in der Schule und Sasuke habe ich leider nicht mehr gefunden in der Schule. Und es ist ja leider nicht so viel Zeit, die man hier hat, um honormäßig einen Charakter zu wählen, deswegen, naja. Hat nur Sakura und Naruto in ihrem DLC-Outfit. Also, ein von vielen, war vor allem Naruto. Kannst du knicken, Kakashi? Kannst du knicken? Knicke, 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 dö. Schön auf die Schnauze. Voll weggekickt. Alter, sah das gerade aus. Eigentlich auch nice. Oh, Yamato. Lass mich in Ruhe. Wow, natürlich voll die Blitzhunde. Alter, nimm eine Köte an die Leine. Ne, war nicht übel. Das ist dein Ernst, ja? Okay, wenn du es unbedingt so haben willst. Wenn du es unbedingt so haben willst, dann gebe ich dir einen Saures. Süß oder Saures? Gute Frage, was gibt der gerade? Gibt der Süßes, gib ich Saures? Ah, ich bin's. Und bam, wieder mal voll auf die Löffel, weil es so gut tut. Ah, na gut, mit seinem rasenden Rengan bringt auch nicht gerade das, was er eigentlich brauche. Was war das gerade? Bin rausgewichen. Also wieder dazu. Geht dann nicht so weit, Sakura. Egal, oh, er regeneriert sich gerade. Nein, eine Tauschleiste. Oh, ja, man hat das bei denen nicht mehr gesehen. Nun gut, nun gut. Wir führen sie noch gut. Heißt also Ruhe bewahren und konzentrieren. Und das war's. Beim Flug erwischen. Mann, das klappt aber auch selten. So, aber es hat so gemacht. Meine Güte, meine Güte. So, Freunde, das war's mal für heute mit Naruto Storm 3 Generation Online Fights. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.